Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute ein Modeschmucklabel vorstellen. Das nennt sich Purelei. Das habe ich kennengelernt durch eine sehr gute Freundin. Und das ist ein ganz junges Label in Deutschland, sitzt in Mannheim. Und zwar ist das eine, also 2016 gegründet, das ist eine junge Frau, die hat die Idee auf Hawaii entwickelt. Also die war wohl ein Auslandssemester auf Hawaii und hat sich natürlich in diese Insel verliebt, in den ganzen Spirit und die Landschaft, die Farben. Und nun hat sie ihr eigenes Schmucklabel gegründet, wie gesagt 2016. Also ein ganz junges Label, ist auf Instagram auch schon ziemlich aktiv und die machen wunderschönen, bezahlbaren, tollen Schmuck. Unter anderem haben wir hier diese Kette. Also ich habe dort online einige Sachen bestellt. Das ging ratzfatz, also innerhalb von ein, zwei Tagen, in einem Tag war das schon da. Also das kommt dann in so einem Umschlag, den habe ich natürlich schon geöffnet, weil die Kette habe ich ja schon an. Also, Aloha, also Purelei bedeutet, ist zusammengesetzt aus Pure, das ist die Natürlichkeit, die Unverfälschtheit unseres Körpers. Und Lei erinnert, also bedeutet auf hawaiianisch Blütenkranz. Also wenn man auf diese Insel kommt, ich war dort auch schon mal in den 80ern, als Hippie. Also Lei ist dieser Blütenkranz, den man immer als Begrüßung, wenn man auf diese Insel kommt, umgehängt bekommt. So. Die arbeiten mit hochwertigen Materialien in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wo es hergestellt wird. Auf jeden Fall hat die ihren Sitz in Deutschland. Und es ist ein sehr sympathisches Unternehmen. Ich habe es, wie gesagt, alles gegoogelt. Und dann möchte ich euch einige Sachen vorstellen. Also Aloha Purelei Girl ist so eine Karte. Dann kriegt man so eine Karte in diesem Briefchen. Und man wird persönlich angeschrieben. Also das ist natürlich ein Vordruck, aber mit Kuli ist jetzt per Hand mein Name darauf geschrieben, was sehr sympathisch und sehr persönlich wirkt. Und nun habe ich hier einige Sachen bestellt und die will ich euch jetzt zeigen. So, beginnen wir doch mit dieser süßen Halskette. Das ist die Nani-Halskette. Nani bedeutet auf hawaiianisch wohl Schönheit. Diese Kette ist 35 cm lang, ist also, sitzt also direkt am Hals. Oh Gott, seht ihr das? Ich kann ja mal so kurz... Oh, direkt am Hals sitzt sie und... Das sind lauter so kleine 10 Sternchen, die funkeln natürlich im Sonnenlicht wahnsinnig. Die Kette hat einen Karabinerverschluss, sitzt wie gesagt eng am Hals, ist Edelstahl, ist vergoldet, es gibt es in Silber und das ist vergoldet, so goldfarben. Kostet 19,90 Euro. Ich meine, ich dachte erst, das würde nicht zu der Kette passen, weil das ist hier, das ist jetzt eine echte Kette. Also, und, aber es passt irgendwie doch ganz schön mit dem... Ich muss meinen Hals mal recken. Diese echte Kette mit dem Modeschmuck zusammen, finde ich, ist eine sehr schöne Kombination. So, dann habe ich bestellt diese Armbänder, die nennen sich die Purelei. Die gibt es, also sind immer so ein Dreierpack, werden die geliefert, kosten 11,90 Euro. Das ist ein ganz, also man kann es als Haarband oder als Armband benutzen, also ein elastisches Synthetikband ist das, oder nee, Nylonstoff ist das, und der Nylon ist ja Synthetik. Und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Motive. Ich habe jetzt hier, das ist irgendwas mit Paris, ist das irgendwie so. Ich mache das jetzt mal auf, das knistert jetzt ein bisschen. Und mein Gott, das ist immer so schwierig, Packungen aufzubekommen. Also das, so, ich halte das jetzt mal in die Kamera, das ist scharf gestellt. So, die kann man, wie gesagt, als Haarband benutzen, hinterlassen keine Abdrücke, oder als Armband. Ich werde die jetzt mal alle drei umbinden. Die sind sehr, sehr süß. Also ich habe ein relativ breites Handgelenk. Ist jetzt nicht locker, sitzt also schön am Arm. Ich muss das mal in die Kamera halten hier besser. Entschuldigt bitte. So, mal so sehe ich das besser. Ich will die alle drei umbinden. Ja, das ist mit dem Eiffelturm ganz süß. Und da ich wahrscheinlich als, das war eine Erstbestellung, habe ich, das sieht super aus für jetzt für den Sommer. Also gibt es in verschiedenen Farben, kostet 11,90 €, verwendbar, also einsetzbar für die Haare oder für den Arm. Ich habe noch als kleines Goodie, habe ich noch geschenkt bekommen, das haben die mir zusätzlich mit dazu gepackt, das ist die Weihnachtsedition, das kann ich natürlich jetzt nicht tragen, das ist schwarz mit Rentieren und so eine Bordeaux, das gab es also als Geschenk dazu, wahrscheinlich weil es eine Erstbestellung war. Und dann habe ich noch etwas ganz Süßes bestellt in Grau und in Lila, das ist so ein, Quatsch, doch in Grau, nee, in Grau und in Pink, das sind diese Ikona-Bändchen.
Und diese Ikona-Bändchen, das ist so ein Gummiband, was man verstellen kann. Und da gibt es verschiedene Motive. Ich habe das Motiv Ananas, passt ja wunderbar zu Aloha. Und wo ist es jetzt hin? Hier ist die falsche Geschichte. So, das ist so ein Bändchen. Ich halte jetzt mal die Kamera mit dem Lorelei-Logo und das gibt es mit einem Peace, mit einem Herz, mit einer Lotusblüte und ich habe es jetzt speziell mit einer Ananas in einem Roségold und man kann das, also hier ist auch eine schöne Anleitung dabei, man kann das wunderbar verstellen, dieses Gummiband gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe mir das jetzt in Grau bestellt und bin jetzt voll im Aloha-Feeling. Ich halte das nochmal in die Kamera, ich glaube ihr könnt das, kann man das gut sehen. So, also das war mal, und das habe ich jetzt nochmal in Pink, das wird ein Geschenk, hoffentlich sieht diejenige das nicht, das will ich verschenken, die kosten 14,90 €. So, also ich wollte euch jetzt mal in diesem kurzen Video diesen wunderschönen Schmuck vorstellen, die haben natürlich noch viele, viele andere Sachen. Ich verlinke euch diesen Online-Shop unten in der Infobox. Und ich mache das freiwillig für die. Ich bekomme kein Geld und es ist kein Werbevideo. Ich dachte mir einfach, wir Frauen sind ja immer auf der Suche. Ich halte das immer ein bisschen in die Kamera nach schönem Schmuck, bezahlbarem Schmuck. Jetzt gerade im Frühjahr, wir schmücken gerne unsere Haare oder unsere Arme. Ich bin ja so ein Armbandfreak. Also ich mag natürlich auch sehr gerne echten Schmuck, aber ich finde auch so Modeschmuck, gerade so Armbändchen, da bin ich ein totaler Freak. Ich habe ja selber auch mal Armbänder designt mit afrikanischen Handelsperlen. Ja, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Also ich mag Armbänder, ich könnte den ganzen Arm voll haben. Und oft sind ja diese Armbänder sehr, sehr teuer. Die Qualität ist nicht so besonders gut. Ich bin begeistert, dass das nicht made in China ist, dass das in Deutschland, gut, ich weiß jetzt nicht, wo es hergestellt wird, das konnte ich nicht rausbekommen. Auf jeden Fall ist dieses Unternehmen ansässig in Mannheim und lauter junge Leute arbeiten da, sehr, sehr sympathisch und in diesem Sinne, ihr Süßen, wünsche ich euch wie immer alles Liebe, alles Gute, denkt daran, seid besonders gut zu euch und gönnt euch was. Bis bald, ciao.